Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir werden jetzt hier gleich die Paletten holen. Leerpaletten. Dazu werden wir mal gleich mal welche rausschmeißen. Ne? Gucken wir, dass welche da sind. Also herzlich willkommen hier auf der Marsch. Ja, ich will allen Zuschauern danken fürs Reinschauen. Ja, fürs ein oder andere Mal liken und auch ein oder andere Mal kommentieren. Ja, der eine mal kommentiert, versteht nicht ganz. Er will Freunde sein. Keine Ahnung, was er meint. Vielleicht muss er mal direkt näher fragen. Also, das heißt, sagen, was er da möchte. So, Maximum Zeugen. Maximum geht nicht mehr, geht nicht. Automatisch haben wir alles Holz weg. Holz, alles weg. Hackschütze haben wir auch ein bisschen was. Palette. Ja, dann nehmen wir jetzt auch die Paletten und fahren immer zurück zur Brauerei. Also die Brauerei haben wir jetzt uns zugelegt. Ne? Also hier. Ne? Da wir schön jetzt Geld verdienen können. Ne? So, hier mal ein bisschen so ranfahren. Drücken wir mal auf U. Tja, da geht aber drauf, ne? Wir müssten da nicht daran fahren, aber wir können hier noch rausholen. So. So, R. Leerpalette. Maximum. Dann kann er gleich aufladen, ne? Gut, zurück. Dieser Holzstamm ist nicht drin und Holz, ne? Holzstamm ist die Produktion, die man dann sich bauen kann. Die dann Holzstämme produziert mit Diesel, glaube ich, noch. Diesel und. Glaube ich nicht. Keine Ahnung. Wir machen das nicht, wir machen das mit Holz. Also, wir gehen im Wald, fällen Bäume, wir pflanzen Bäume. Ich will das so nah wie möglich an der Realität machen. Ja, warum? Ja. Das macht mir einfach mehr Spaß, ne? Auch Tierproduktion mit Futter und so würde ich nicht machen. Ich werde irgendwie auf. Also wenn ich mehr Rinder haben möchte, muss ich mir halt eine Kühe anschaffen. Ne? Dann kommen die einfach von ganz alleine. Nur halt, man muss halt warten, bis sie soweit sind. Ne? Bis sie das nötige Gewicht erreicht haben. Tja, jetzt fahren wir hin zur Brauerei, liefern den Leerpaletten an und dann müssen wir sehen nachher, ob wir nachher Wasser hinbekommen. Und nach Möglichkeit so lange schnell wie möglich, wie dunkel ist. Was nicht dunkel wird. Bevor es dunkel wird, ne? Dann könnte man auch bei Gelegenheit Stroh reinfahren in die Pelletsfabrik. Aber mal sehen, was wir alles schaffen, ne? Das ist ja viel auf einmal, ne? Aber gut, hier müssen wir sehen, ob wir noch die Aussaat fertig kriegen. Raps wollte ich noch machen auf 3 und auf 19. Kann ich aber auch morgen noch machen zur Not. Wir haben noch einen Tag im Winter, im Herbst und muss ich mal sehen, ne? Ja, und dann schauen wir im Frühjahr, ob wir da einen Felder kaufen können. Hier vorne ist hier die Raffinerie mit Rapsverkauf. Aber Raps verkaufen wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich Raps auch für Diesel herstellen. Aber nach und nach. So, hier geht das andere Abschnittladen hier, Getreide. Die Leerpaletten sind hier oben. Da muss ich mal gucken, wie wir am besten hinkriegen. Ne, wo ist am besten, wo hier Trigger gedacht ist. Ne? Also hier ist ja die Annahme Leerpalette und wahrscheinlich jo, ist daran, ne? Er muss ja nicht alles annehmen, erstmal ein Teil, ne? Das reicht ja aus. Ne? So. Ja, und die erste nimmt er an. Das heißt, sie werden nach und nach ins Lager eingebracht. Oh, die ersten drei. Die hinteren nicht. Dann warten wir einen Augenblick und dann nehmen wir die wieder auch kurz aufladen. Ne? Dann können wir sie normal abladen. Ne? Dann ist es auch weg. Und dann haben wir auch entsprechend was da. So.
So. Dann haben wir hier ein bisschen dicht dran. Das lädt natürlich von Dings ab und das ist ungünstig. Er kann nie abladen, das sieht schlecht. Ah doch, geht doch. Okay, jetzt fahren wir los und bringen wir den Anhänger weg und holen uns mal den Wasseranhänger. Ne? Den Wasseranhänger, den großen, den weißen. Der steht bei den Schweinen. Da haben wir auch einen Wassertank. Zur Not werde ich hier einen Wassertank setzen, zur Not. Ne, dass wir da wegen Wasser nicht so weit fahren müssen. Ne? So. Leistung passt. Rechner mäßig. Temperatur auch, ja, ist im Rahmen. Na, jetzt geht die Grafikkarte hoch, 80%. Ja, aber wie gesagt, anfangs musste immer der Chatter-Cage schnell geladen werden. Dadurch kann das Rucklein kommen, so klein. Ne? Man darf nicht vergessen, ich spiele auf 4K. Ich nehme mal 4K auf, aber ich lade nicht in 4K hoch. Sonst wäre das datenmäßig zu groß. Aber wie gesagt, ich gehe von hohem Niveau runter und dadurch sollte die Aufnahmequalität eigentlich passen. Wenn es nicht so sein sollte, bitte melden. Ne, also da muss ich was ändern. Aber die Bitrate ist ja von YouTube ja nicht vorgegeben für HD. Ansonsten müsste ich 2K hochladen. Wäre auch eine Option, ne? So, den Anhänger machen wir jetzt im Hof. In die in der Dachung da, in der Garage im Prinzip, ne? Da ist auch schon geflücht, glaube ich, wie es aussieht. Das ist gut. Oder ist zumindest bei. Ist aber bei. Muss ich kurz gucken hier. So wie Platz war. Das soll ja auch Platz sein, ne? Dann kommen die durch. Die ersten Beine ist kein Platz. Da auch nicht. Der letzte hat Platz. Ah ja, dann machen wir da rein. Denn ist gut, wenn am Hof die Wege frei sind, ne? Allgemein so besser. So, jetzt holen wir den Wasserwagen. Der ist ja nun bei den Schweinen. Wenn mich alles täuscht. Und da will man gleich mal Wasser holen von dort. Ne? Da ist ja so ein Dings da. Ja, hier ruckelt ein bisschen. Die waren noch nicht gewesen. So, Countdown läuft zwar nicht. Habe ich angemacht, aber läuft nicht. Gucken, rechts, Zeit, das passt. Ja, ab und zu gibt es so eine kleine Unterbrechung, die merke ich auch, aber weiß ich warum. Keine Ahnung. Ja, hier waren wir bei gewesen. Rüben, achso, Rüben haben wir noch bei. Oh ja, Rüben und. Da kommen wir nicht vorbei. Rüben haben wir gemacht und. Oh, Kartoffeln. Jetzt fällt mir das wieder ein. Und das an LKW. Okay, macht nichts. Wir machen mal die Brauerei fertig. Ich hatte es ja unterbrochen gehabt wegen ja, wegen der erhöhten Nachfrage von Pellets. Klar, wenn das Winter kommt, ne, dann wollen sie alle Material kaufen, ne? Das sollen sie kriegen. Dann haben wir schön unseren Stroh hochwertig veredelt. Hier ist ein Wasserwagen mit Weiß. Wollen wir gleich aufladen. Wenn wir den aufmachen. Das hatte ich neulich gehabt. Ich wollte ja den Gülle. Ach, das ist ja auch noch so machen. Gülle auch noch. fällt mal so ein. Aber einer am anderen. Ne? Ich wollte ja neulich mal Gülle in den Dings reinfahren. Unsere Produktion für Dünger. Mensch, wieso nimmt der nichts auf? Ne? Da fiel mir ein Mensch. Jetzt nur den Deckel aufmachen müssen. Hm. Ja. Ja, das dauert ein bisschen, aber die Rüben anfangen macht auch keinen Sinn. Ne? Achsschutzel wollte ich machen für, na, sag schon, für die BGH wollte ich die Rüben reinmachen. Ne? Aber starten wir gleich. So. So, gucken hier. Das ist der Flug gewesen. Okay, das ist fertig. So, die eine Ecke ist noch.
oder? Halbe Arbeit gemacht hier. Und der Rest müsste eigentlich durch sein normalerweise, ne? Ja, ja, die Ecke ist. Die Ecken machen wir vernachlässigen mal ganz kurz. Wasser läuft ja gerade voll. Und dann können wir das hier gleich fertig machen und dann werden wir gleich mal die Seemaschine holen, ne? Mann, ist dunkel hier. So, das ist auch erledigt. Fertig sein. Jetzt fahren wir gleich mal rüber. Wo ist er? Da. Das Traktor. Gut. Also die Technik, die mag mich nicht. Also entweder sie geht nicht aus, wenn nicht soll, oder sie geht aus, wenn nicht soll. Also gut, das kann doch da liegen, an dem anderen gestartet hat vielleicht. So, die Brauerei kriegt Wasser. Ich meine, da muss man dazu sagen, also ich persönlich finde allgemein sollten Gebäude automatisch Wasser kriegen. Man hätte auch kaufen können, ich Trottel, ne? Ja, gut. Kann man ja auch kaufen separat. Das werde ich auch dann tun, wenn noch viel fehlen sollte. Ansonsten gut, okay. Oh, das war im Haar scharf, ne? Fährst du heute wieder mal wie ein Bilder heute? Ja, aber jetzt. Irgendwas passt hier nicht. Irgendwas ist hier wieder faul. Im LKW. Er lenkt so schlecht. Ja, gut. Zum Glück fahren wir nicht so oft. Ja, die Brauerei steht da, das ist gut. Das möchte so sein, ne? Also die Brauerei ist schon mir sehr, sehr, sehr wichtig gewesen. Weil auch entsprechend alles unsere eigenen Ressourcen liefern können, ne? Also angefangen von Weizen und Gerste, ne? Hat er wieder festgefahren. So. Schauen wir mal. Also er fährt ein bisschen komisch, also irgendwas ist faul. Faul? Normal nicht, ne? Ach hier, hier nicht. Hier nicht, hier nicht. Einmal weiter. Doch den nicht aktiviert, den realistischen Mod für Gewichte. Mal ganz kurz gucken hier. Routen. Abdeckung öffnen. Neuen weg. Gerätauswahl. Ne, das ist nicht. Was ich dachte. Ja, Kurzplay, ne? Ja, das ist, glaube ich, sehr schwer. Ich habe, glaube ich, das Ding aktiviert für realistische Gewichte. Also, das ist dadurch hier 70.000. Ist schon heftig, ne? Also, wir müssen hier vorne wieder. Hier vorne. So, abladen müssen wir, glaube ich, nicht aufmachen. Muss ich einen Trigger suchen? Ups, hier ist Wasser. Das läuft schon mal. So. Dann haben wir da den zweiten Anhänger. Hier. Den brauchen wir sowieso. Und der fährt sich, glaube ich, besser. Wir werden jetzt hier nicht anhängen, den anderen machen wir nicht. Wir werden jetzt immer hier den Rest abkippen. War in die Position für Rüben. Licht an natürlich.
So. Schwierige Aktion, ey. Ich krieg Hunger. Das ist schlecht. Muss ich kurz Pause machen oder morgen weiter machen. So, jetzt wollen wir natürlich besser Länge anhängen können. Ne? Ah, das ist ja Quälerei. Obwohl, das muss doch nicht gehen, mal sehen. Aber da drüben sind drei. Drüben, das ist unsinnig, da wollte ich mal anders probieren. Und zwar. Ich krieg sie ja nicht abgehängt. Probier mal auf, ne? Die Rüben müssen wir nochmal rein, irgendwie. Also was drin, ne? Ja. Müsste auch nicht gehen. Soll ich lassen dran, ne? Und doch nicht an sich geht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich, na, das müsste auch gehen. Irgendwie da anfahren und den Dolly da ankriegen. Da habe ich so meine Probleme. Also leer müssen eigentlich funktionieren. Mit Gewalt, ne? Ein Auto vielleicht. Nicht gucken, fahren. Ich möchte ihn auch noch hier reinkriegen, also dass man mit zwei Anhängern fahren kann und dann die Gerste und die Weizen noch einmal fahren kann. Ne? Ob wir nachts auf 30 hochgehen, also uns die Dunkelheit kommt ja bald, ne? Und dann und mit dem Dolly, das ist wohl nicht. Was nicht soll, soll nicht sein, ne? Wenn der daneben flackt, haben wir hochgeschoben, ne? Irgendwie, schau mal. So. Einen hast noch. Ah, noch einen. Sollte einer flacken, Leute. Sollte. Und Dolly kann euch da hinten reinfahren, das macht ja nichts. Dazu will ich keinen abgeben, ne? Ja, jetzt aber. Denn ich wollte ihn nicht abhängen und dann nachher wieder mühsam anklingen und dann. Das nächste Mühsam kommt ja erst noch und dann könnten wir mit den Anhängern hängen. Ne? Pulischow, das soll es vorne gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sag ich mal Tschüss auf den Winkel, ciao. Ich mache kurze Pause und esse was und dann hänge ich ja, versuche mal anzuhängen. Bis gleich nachher. Tschüss.